Immer schön in der Kurve, einfach in der Kurve, immer 9. rum auf 35. Ach, dann müssen wir uns gar nicht sehen, das wundert mich jetzt. Victor. Und dreh noch mal eine leichte Lisa, weil der Bomber müsste jetzt irgendwann ja mal ankommen, ne? Bomber ist auf AZ-26-5. Fahrt jetzt weiter in Richtung... Warte... Sieht der Bomber Richtung schon Einbrecher? Westen, wenn ich jetzt die Karte in Richtung Westen weiter fliege. Was ist dann? Direkt nach Calais kommt ja dann dieser Linksknick. Frage Bomberhöhe. Der dann runter geht zu Boulogne-sur-Mer. Genau, okay. Das ist French Point, der französische Punkt, Cap Grenet. Ja, und da müsste ich auch sein. Ja, aber das ist doch ganz woanders, das ist doch 10 Kilometer von Calais entfernt. Nein, da bin ich nicht. Sondern da bin ich lang geflogen und deswegen habe ich mich orientiert und deswegen bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass ich über Calais bin. Über Calais, unter mir okay. Ist Flakfeuer. Da muss das so sein. Warte, Flakfeuer suche ich. Wahrscheinlich Hawkins. Oder Boulogne. Boulogne ist wahrscheinlich. Den Bomber Spitze in Sicht, hast du im Westen, oder? Gell, oder? Nee, negativ, oder? Clint. Die Spitze an der Küste hast du im Westen von dir, gell? Ja. Jetzt gerade wieder Richtung Osten. Hab jetzt das Hafenbecken direkt vor mir und fliegt die Sonne los. Renn nochmal über Lisa. Muss man sich zu weit von der Küste entfernen. Na, ich kann nur sagen, ich kurve wirklich mitten um die Stadt immer rum, auf 35, also wirklich direkt an der Stadt. Wir müssen uns sagen, ich sehe nicht, verstehe es nicht. Dirk, 35 ist 3500 Meter, gell? Weiß ich, ja, weiß okay. Ich. Okay. Nicht, dass es am Ende das Problem ist. So, wir brauchen dann eigentlich nur noch die Information, wenn der Bomber trockene Füße über Ramsgate bekommt. Ja, müsste in 10 Minuten soweit sein, spätestens. Sonst, Dirk, ich wechsle nicht gern die Rendezvous-Punkte, aber in dem Fall machen wir das mal, um sicher zu gehen. Dann lass uns bei der Spitze bitte treffen, an der Küste. Und wir gehen auf Spitzbahnmodus 08. Genau. Okay. Wenn ihr die Karte mal sagt, dann ist es in Anton Zeppelin 20. Spitze. Hohe Rede. Da auch. Wo? Ja, 20, genau. Anton Zeppelin 20, ja genau. Victor. Wenn wir uns da nicht sehen, dann stimmt wirklich was nicht mit der Sichtbarkeit. Dann ist wirklich einer von uns unsichtbar. Jungs, in 10 Minuten, hat er gesagt, ne? Ja, Ich habe keinen Sprit mehr. Ja, wir haben 08 jetzt 9 Uhr, ne? Hallo. Hallo? 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 64 gesagt, hallo 35. Hallo 35, genau. Nein, hallo 60. Während du hier kreist, schön unter ihm das Speedfire weggeschossen. Bitte? Was? Ja. Der Kali gerade. Ich sehe nix. Das scheint wirklich buggy zu sein. Kapituliert schon von selbst. Ja, die Drecksflak hat schon wieder fast alles bekommen. Fast 60%. Drecksflak. Ja. Ist ja sonst so nichts zu gebrauchen, aber wenn man dann einen Kill machen will, ist immer zur Stelle. Gut, Jungs, fliegt ihr mal genauso weiter. Ich schmeiß mal in meine Bombe, ne? Alles klar, du willst. Das heißt, wir kreisen hier weiter, meinst du? Ja, ihr bleibt einfach oben. Du, wie hast du Henrys E-Mail bekommen? Ja. Da wollte ich vielleicht noch posten im Forum, aber die Fandes ist ja nicht drin, ne? So, Bomben raus. Dirk, ich komm jetzt auf schöner Levelabwurf. Mal gucken, ob was anschlägt in Ramsgate. Ja. Ich bin selber leicht über Land. Dreh jetzt dann immer um die Spitze in der Rollform. Und wenn wir uns dann nicht sehen, dann muss es wirklich irgendwie hier was mit der Grafik heute. Gehen wir über Lisa. Ja, also, ich bin jetzt auch kurz vor der Spitze. Erregen. Berühre, fast 3,5 Pausen. Victor, ja, ich auch. Müssen wir uns sehen. Ich gehe in der Rolf und dreh immer hier. Ah, nee, das bist du jetzt, Falkenberg. So, ist in die andere Richtung, gell? Bomben müssten jetzt unten angekommen sein.
Der Spitze, kurz vor der Spitze ist ja nochmal eine Stadt, ne? Kurz vor der Spitze eine wirkliche Stadt. Da ist ein Bodenziel direkt an der Spitze, das ziemlich stark raucht. Wenn du mal runterfaust, direkt an der Spitze. Wenn du das siehst, das rauchende Bodenziel, dann bist du richtig. Ja. Was macht unser Bomber? Wenn du die Spitze mit der großen Stadt meinst, dann ist es Bologna. Maximal noch 5 Minuten, dann habe ich trockene Füße. Okay. Inhalisa auf 6000 Falkenberg über Land. Ja. Landeplatz. Ja, ich komm, dann flieg zu den anderen irgendwie. Nee, ich hab da sowieso nix. Ich glaube, dass du woanders bist, irgendwie. Ihr seid jetzt über French Point bist du jetzt, ne? Wir versuchen uns auf 35 über French Point zu treffen, ne? Ja, ich bin gerade so auf Kontakt, 22 und 3 Minuten da. 9 Uhr gleiche Höhe. Ja, es muss Falkenberg sein. Gegen die andere Richtung, Richtung Osten. Wenn du nach Norden fliegen würdest, Dirk, würdest du dann die Küste entlang fliegen oder würdest du dann raus weit aufs Wasser fliegen? Also ich fliege jetzt nach Westen zum Zipfel hin. Direkt an der Küste, westlich. Okay, genau. Wo die Küste dann nach Süden runter hin abknickt sozusagen. Richtig, genau. Ja. Genau. Dann sag mir, wenn du angekommen bist an der Spitze. Da müsst ihr, wie gesagt, direkt an der Spitze. Ja, müsst ihr ja südlich fliegen. Nee, passt schon. Warum fällst du gerade? Da müsste ein Bodenziel rauchen, das müsstest du sehen. Ich bin auf 6000 immer noch. Was müsstest du sehen? Ein Bodenziel, ein rauchendes, an der Spitze direkt. Da gehe ich sozusagen mehr oder weniger auf der Spitze, haben wir ja ein paar, keine Ahnung, Radarstellungen und da das haben, die haben die Engländer schon angegriffen. Jetzt bin ich 100 Meter runter, gleich mal wieder aus. So, ich bin jetzt bei French Point auf Hallo 25, Entschuldigung, 31 bin ich schon. Aber sehen tue ich die nicht. Ich will hier gar nichts rauchen. Ne. Ist denn irgendeiner auf dem falschen Server jetzt wohl? Weil du, wenn ich nach unten gucke, hier auf dem ATAC-Server, ne, ich sehe ja auch kein Bodenziel, was qualmt. Direkt jetzt über dem French Point. Ne, Jus, du bist auch später gekommen, bei dir könnte das sogar noch intakt aussehen. Ja, das Bodenziel musst du aber doch sehen, das steht doch da auf jeden Fall. Also ich bin genau jetzt an dieser Spitze, die ins Wasser ragt. Das ist eine richtige Spitze und da qualmt ich gar nichts. Ich sehe das Bodenziel auch. Falkenberg kommt von hinten. Ja, ich bin dran. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ihr seid doch auf dem ATAC, ne? Richtig? Ja. Ja. Okay. Und auf dem ATAC 1. Noch eine Spitze und da qualmt nicht. Nee, bei mir qualmt er auch nicht und ich. Ja, Levano. Interessant ist, ich sehe jetzt auch keinen einzigen Kontakt. Kran ist das aber was? Warte mal, was ich ist denn vor mir? Kommt irgendwann mal auf meiner Seite. Warte mal, jetzt habe ich einen in meiner 6. Irgendeiner ist vor mir. Fast klar. Zwei ich hänge mich hinten ich dran. Ne? Ja, dann sind wir da ruhig. Ja, das sind wir. Sehr schön. Hat zwar gedauert, aber immerhin. Habt ihr euch gefunden? Ja. Schön. Drei Kontakte. Ja. Ich drehe weiter über Lisa, bis der Bomber da ist. Ich bin jetzt auf eurer 11 Uhr etwa. Könnt ihr euch dranhängen? Ja, ich hänge mich dran. Dirk, du drehst gerade ein bisschen weg. Dreh mal bitte zurück auf deines 7 Uhr, 8 Uhr in der Lisa. Wolf ist vielleicht, da entfernst du dich, aber egal. Bin immer noch auf 08, 9 Uhr. Oh, das ist ganz gut bei der. Jetzt haben wir hier eine Fette 109 übrigens. Ist das Video? Nö. Nee. So, hört er nicht zu uns. Dirk, du fliegst, glaube ich, genau auf uns beide zu, auf Jos und mich. Wir kreuzen uns. Ey, ihr seid doch vor mir. Ihr seid jetzt hinter mir. Nee, dann ist das eine andere Kontakte. Ah, dann sind wir bei der anderen. Okay, dann bist du schon über Wasser. Wayne, dann kommen wir da hin. Dreh bitte mal in Schussposition. Ich flieg einfach gerade auf England zu. So, Wayne kriegt trockene Füße. Nicht mehr Rolf, wenn du das berühre. 9 Uhr von eine dir, schwarze grad. Eins. Dran, selbe Höhe. Bitte, dass wir uns mal hier auf 9 Uhr, selbe Höhe. Eine schwarze 9, Eins 10. vor mir. Was Karaja dann? Seh noch nichts. Ja, berühre. Ich führe. Body on Wayne. Dann dreh mal ein. Ja. 1-0 Atter bei 10 Uhr. Dirk, siehst du uns? Bist du dran? Alle hinter Playhead. Jetzt vor 12 Uhr, 12. Stopp. Nein, warum nicht weiter drehen?
Wir gehen nochmal über Rolf. Da, in Rolf die Richtung. Seid doch Richtung Wasser jetzt, ne? Siehst du? Ein Victor. Ja, ich sehe euch. Vier Stück vor mir. Gerade aus 12 Uhr. Gut. Ich gehe dann wieder zurück. Ja, ja, jetzt poppt er auf. Wir haben zwei Kontakte selbe Höhe Richtung Schiffe. Und die machen wir dann zu Ende und fliegen dann auf England zu. Häng ich bitte dran. Verlieh uns nicht aus den Augen. Zwei Kontakte Richtung Schiffe selbe Höhe. So, Wayne ist über Ramsgate Airport. 6000. Ja, wir haben dich. Sind jetzt halt auf deinem Auge. Alles klar. 9 Uhr. Drehen ein. Hart eindrehen. Hier 7 kann das sein? Die Kontakte kommen auf uns zu, die kommen von ungefähr Deal aus. Jetzt wählen deine Geschwindigkeit. Na, höher oder was? Da sehe ich Höhe, Höhe 4,4 ungefähr. Bis 4,5. Höhe 6000, Geschwindigkeit 280. Ich level jetzt aus, wie angekündigt, und fliege auf Deal zu. Hallo 35, 1,0. Dann Atta. Müsstest du die Kontakte dann bald sehen. Die sind von eurer Schalter. Position aus ziemlich genau Richtung Deal. Dirk, du bist wieder relativ weit weg, gell? Ich glaube, ich sehe dich. Ich glaube, ich bin in Schiffen hinterher geflogen, anstatt euch. Siehst du uns jetzt? Hinter ich sehe nur was. Schiffe unter mir, ich sehe gar nichts. Sorry, Dewey, das bin ich. Ah, ein Kontakt, eure 11 Uhr an der englischen Küste. Keine Niedriger. Ahnung, Dirk, jetzt sind es wieder. Dewey, ein Kontakt direkt voraus. 11 Uhr niedrig, kreuzt eure Flugbahn. Ich bin blind, ehrlich gesagt. 11 Uhr niedrig, sehe ich nichts. 11 bis 12 Uhr, jetzt vielleicht 12 Uhr von dir aus gesehen. 1 Uhr vielleicht schon? Über den Schiffen oder was? Ah ne, an der Küste? Ja, an der Küste, habe ich ja gesagt, ja. Ja, der ist noch ewig weit. So, bin in Zielanflug. Ja, wir sind dabei. Die beiden Kontakte von vorhin, die höher waren, sehe ich jetzt nicht mehr übrigens. Also, die dürften wieder zurückgedreht haben. Bitte Pumpen scharf machen. Fliegen wir mal auf die Schiffe zu, Dirk. Vielleicht findest du uns da ja. Wir sind mittlerweile, oder wir kommen dann auf 45 über den Schiffen rein. 45? Okay. Irgendwas ist über. Das ist eine Hurry auf unserer 1 Uhr, die von eben Karaya, die schnappen wir uns. Irgendwas ist gerade über mir weggeflogen in Richtung Sonne. Nicht, dass es eine G50 ist, aber ich denke eine Hurry. Jetzt auf Calais etwa zu. Komm einfach zu den Schiffen, da sind wir auch direkt jetzt, Dirk. Da finden wir uns dann gleich schon. Ich glaube, es ist eine G50. Ich bin sicher. Also von hier kann ich das noch nicht sehen. .000 hast du gesagt, ja? Und wir klappen auf. 45 bitte. 45. Hinter uns ist nur 109. Ja, Klappen sind auf. Die bekommt keine Flak, könnte wirklich eine sein. Ist eine Hurry, ist eine Hurry. Ist eine Hurry. Elisa? Ja, Victor, dann geh du mal ran. Uns jetzt, Victor. Gehst du ran? Nee, geh du mal runter, dann hinter dir. Weil ich hab's jetzt aus den Augen verloren, weil ich dir verfolgen wollte. Ist jetzt in meiner 12 unterhalb. Ja, Victor, wir sind rein. Raus. Bombe schon gut. Na, die wird nicht alt, glaube ich. Bomben sind raus, da können wir den Bomber ja reinlassen, hat er gesagt. Au. Oh mein Gott. Alles gut. 3, 2, 1, meins. Mal gucken, ob du triffst. Wir gehen wieder auf die Kontakte. Ich hab da vorne noch Kontakte. Gebe lange Rolf und versuche mich dann auch seitlich vom Bomber zu setzen, dass wir mal schöne Formation haben. Wir drehen mal über Rolf und ziehen von Karaya weg. Dirk, wir sind wieder auf 45 direkt über dem Konvoi, über der Invasionsflotte. Siehst du da irgendwas? Nein. Ah, ich hatte gerade einen Kontakt vor mir. Ist er jetzt direkt über den Schiffen, oder? Was für eine Hallo hast du? Da unten sehe ich einen Kontakt. Auf deiner 11 Uhr, bisschen tiefer, Dewey. 9 Uhr, jetzt bei dir. Ich flieg mal hin. Schiff, wenn du das meinst. Nee. Achso, Moment. Haltet ihr gerade Manston Ramsgate? Nein. Mit einem Bomberkreuz. Victor, wir gehen jetzt aber wieder in Rolf. Um die Schiffe rum. Aber fliegt ja gerade Westkurs. Jetzt leicht in Alisa. Ja.
Ja, Viktor, dann komme ich mal an dich ran, dann kannst du dich mal an mich hängen. Also die Bomben haben alle gesessen. Ich bin jetzt auf deiner 7 Uhr ungefähr. Gott sei Dank habe ich die Hurricane nicht überschossen. Nur wenn das sie zerstört ist, kriegst du eine Anzeige wahrscheinlich bei den Industrie. Nur die Schiffe, sonst wieder nichts. Ja, ich bin auf deiner 7 Uhr hinter dir. Sind sie explodiert? Tiefer. Ich komme gleich an dir vorbei. Geh mal ein bisschen okay. Vom Gas noch runter. Ja, ja, wir sind auf den schwarzen Punkten sind die explodiert. Hast du die Wölkchen gesehen? Ja, ich komme jetzt natürlich rein hier. Spitfire und Hurricane beschießen sich gegenseitig. Siehst du mich jetzt? Nein. Was? Ich bin direkt vor dir. Du brauchst ja so nur auf den Knopf drücken. Ja, ja, ich gucke alles nach hinten, du sagst 7 Uhr. Ja, okay. So, well. Aber jetzt siehst du mich, ne? Jetzt seh ich dich. Ja, ich gehe über Lisa mal dran zu bleiben, ich gehe über Lisa. Mittag, 6 Uhr. Unterhalb. Treffen uns über den Schiffen. Siehst du, Skylon? Fliegt Richtung Norden. Negativ. Wenn deine Bombenklappen sind noch. Die kommt gerade auf 30, oder? Fliegt ihr gerade nördlich, oder? Auf die Schiffe zu, Jos. Ja, Viktor. Ja. Bombe ist frei. Das sind doch 10 Kilometer weg von den Schiffen. Wenn Schiffe ist, Schiffe und nicht irgendwo anders. Unten bombardiert gerade eine Blenny, aber die wird schon angegangen, wie es aussieht. Könnt ihr nochmal die Position des Bombers durchgeben? Der hinter mir ist. Wie heißt er nochmal? Wir sind noch über England. Wir sind Dui, in zwei England. Kontakte auf eurer 2 bis 3 Uhr niedrig. 20. Über den Schiffen. Ah, Henry war das, richtig. Ja, genau. Bitte nochmal Falkberg. Ja, Victor, gut. Okay. Alpha Victor 24, Lampe 3. Durch den Kontakt, Lampe 4. Rams geht. Na, Victor. Geht's so schnell oder fliegst du so langsam? Ich krieg eine Meldung, Indianer. Was denn? Nee, ich bin etwas langsamer geflogen. Victor, der hat Rolf, leichter Rolf. Okay. Hast du gehört, Falkenberg? Victor, danke. Ja, wir sind direkt dahinter, noch ist nichts hier. Hast du eine Uhrzeitanzahl? 8 Uhr. 8 Uhr. Henry, fliegst du jetzt links von mir? Ja, Kontakt jemand auf mich? Niedriger. Ich bin gerade gestartet in Cockhell. Sehen. Ach, nee. Dann ist er gar nicht Henry. So, die Spitfire, ist Henry Hurricane da, aber Henry ist da. Ja, ich bin da. Komm jetzt miteinander hier mit den vielen neuen Namen hier. So, wir sind jetzt über den Schiffen. Louis, wo bist du denn? Henry, der Teamspeak Ninja. Ihr bleibt halt schön zusammen jetzt. Wenn jeder aus der Formation immer rausfliegt, macht mal eine schöne Rotte auf und. Hör mal, das war jetzt geil. Ich habe eine Spitfire angeflogen und beschossen. Ja, ich bin jetzt auf 5-7 Hurricane. Die Spitfire greibt die Hurricane an und schießt sie ab. Und ich schieße die Spitfire ab. Wenn der Kontakt ist weit genug weg, der kommt näher noch sein. Alles klar. So, pass auf, Spitfire AV 24 5000. Gerade Funkmeldung. Ja, das dürfte die sein, aber die ist so gut 5 Kilometer weg von uns. Balthasar, bist du die 109 in meiner 5? Ja. Dui, wo seid ihr denn gerade? Ich habe gerade eine Spitfire abschießen müssen. Ihr habt... Über die... Ja, ein Kontakt, ihr habt 8 Uhr hinter euch. 8 Uhr, weit ja. Entfernt. Für alle, einmal 8 und einmal auf der 5-6, würde ich sagen. Der ist ja näher. Berühre auch. Bomber wird ungefähr über Volkszone in Höhe 6000 Meter Trockenfüße bekommen Lisa. In 3 Minuten. Victor, da sind wir auf Abfangkurs. Volkszone? Jo. Herr Mark. Ja. Pass auf, Skalon, der ist sehr nah an dich. Bin du jetzt auf Hallo 5? Spitfire sieht's aus. Kontakt vor mir. Bin auf Hallo 50 über Volkszone. Spit. Ich gehe auf die? Auf euch. Pass auf, Altenberg, Wayne. Ja. Alles klar, ich gucke. Hinter uns, 6 Uhr. Hinter uns, 3 Stück. Ich von los. Links an. Es sind zwei davon sind die. Spit, die anderen sind wir. Ja, ja, lass sie machen. Okay, die obere oder wer ist die Spit? Die vordere. Die vordere. Alles klar, hier. Ich drehe über Lisa und kommt in Schussposition. Ich bleib hinter der Bomber. Der Bomber gibt bitte Bescheid, wenn er an der Küste angekommen ist. Ist er eigentlich schon fast da? 2 Minuten circa. Ja. Und fliegt so zwischen Dover und Volkszone, denke ich mal, raus. Victor, danke. Ja, 2 Minuten bin ich auch da. Oh, ganz schön akkurates Flak. Achtung, änder mal die Höhe. Zieht Fahne. Bomber, Bomber, manövrieren, manövrieren, ich kann nicht schießen. Bomber manövriert nicht. Schön. Ich konnte nicht schießen, sonst hätte ich einen Bomber abgeknallt. Bomber Spritleck. Naja, das war aber von der Flak, nicht von der Spitfire. Ja, die geht runter. Spitfire brennt, ja.
Brennen ist was anderes.